Beim Duell Bayern gegen Kiew gab es Mitte der 90er Jahre mal ein Spiel, wo auch Thomas Helmer mit dabei war. Und er hat mir schon mal angedeutet, er hätte fast, Achtung, bitte die Wortwahl verzeihen, er hätte Uli Hoeneß fast aufs Maul gehauen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Klär uns auf. Jetzt kommt's. Ich habe ihn nicht getroffen, das war das Problem. Ich glaube, es war ziemlich kalt im Olympiastadion. Guido kennt das ja auch noch, ne? Da, wir haben ja auch mal ein Spiel gehabt dann gegen VfB Stuttgart. Mhm. Und wir haben irgendwie das Spiel 1-0 gewonnen. Aber zur Halbzeit ist Kiew schon mal so gefühlt 10-mal auf unser Tor losgelaufen. Die haben den Ball einfach nicht reingekriegt. Und Uli sagte dann nur in der Halbzeit, ey, was geht doch nicht, wer spielt ihr hier? Das Millionen von Zuschauern zu Hause hier im Stadion, es war nicht so viel los, aber... Ne? Und dann bin ich an ihm vorbei, weil ich zur Massageabteilung wollte und sagte, und du läufst rum wie mein Großvater und so. Was fällt dir denn ein? Und dann habe ich einen Becher genommen mit, was war da immer drin? Nicht Tee, Elektrolyte. Elektrolyte. Nee, Wodka war da nicht drin, höre ich gerade. Und habe den in seine Richtung geschmissen, aber ich habe ihn verfehlt. Aber er war schlau genug, ist sofort geflohen, hinten in die Dusche oder in das Entmüdungsbecken, in den Raum. Ja, dann... Und haben wir weitergespielt und genauso bescheiden wie vorher. Aber 1-0 gewonnen. 1-0 gewonnen, ja. Ja, bitte. Das will man mehr, oder? Ich bitte euch. Ja. Da war Kiew allerdings noch eine europäische Spitzenmannschaft. Unter Lomanowski und die Nationalmannschaft. Und die einer meiner absoluten Lieblings. Peter, vielen Dank. Vielen Dank, dass du unsere Leistung noch mal entschuldigst an der Stelle. Nein, die muss auch nicht entschuldigen, die kann man würdigen. Also, es gab ja Kiew war eine europäische Spitzenmannschaft. Jedes Jahr nach Stuttgart, nach Ruid gekommen, ins Trainingslager, weil es da wärmer war, im Februar, wie in Kiew. Ja. Haben die Trainingslager gemacht. Ja. Jedes Jahr waren die da. Die haben im VfB Stuttgart jedes Mal ein Vorbereitungsspiel machen müssen gegen Dynamo Kiew. Es war schon schwierig, gegen die zu spielen damals. Also muss man echt sagen. Ich glaube, heute ist ein bisschen... Wenn ich noch mal nachfragen darf. Also ich meine, Uli Hoeneß was an den Kopf zu schmeißen, nicht verbal, sondern Gegenstand, das hätte sich ja nicht mal Mario Wasler getraut. Da warst du der Einzige in der Karriere der Bayern, der das mal gewagt hat. Das weiß ich nicht. Es gab noch eine andere Situation. Also es gab noch mal so eine ähnliche, sage ich mal ganz vorsichtig. Dann haben damals am Kleiderhaken, ne, also wo mein Trikot und so hing, da haben mich dann Giovanni Trapattoni und Lothar Matthäus dann festgehalten, damit ich nicht wieder auf Uli losging. Also ich hatte so 2-3 Begegnungen, wo ich das Gefühl hatte, ich müsste was für die Gerechtigkeit tun. So verstehst du? Oder für die Mannschaft oder aufrütteln oder wie auch immer. Entscheidend ist immer die Frage, wer war damals Trainer? Wenn ich mir vorstelle, dass unser Manager oder Sportdirektor in die Kabine kommt, ich bin Trainer und der nagelt meine Spieler zusammen. Dann könnte er von mir normalerweise auch noch eine Tasse Tee mitbekommen. Ja, siehst du? Aber Uli weiß damit umzugehen, ein super Profi, war selber ein sehr guter Spieler, er weiß. Nein, das muss ich auch sagen, wir haben uns am nächsten Tag immer ausgesprochen, nie nachtragend, also völlig in Ordnung. Ja. Aber in dem Moment waren wir beide so emotional und dann kann man sich bei mir gar nicht vorstellen. Nein, wir lernen eine ganz neue Seite von Thomas Helmer gerade kennen, weil normalerweise immer so, ja Mensch, auch auf dem Spielfeld schon ein Spiel, kann man mal lieb. So, wollen wir jetzt mal wieder über Wolfsburg reden oder über Champions League? Jekyll and Hyde, ja, da ist gut. Er. So.